den Zuschauer erwartet ein komplett neues Stück, das niemand, der diese Aufführung besucht, gehört haben wird. Und das ist natürlich etwas sehr Aufregendes für den Zuschauer. Und das war es auch für uns, wenn man wirklich wie von einem weißen Blatt beginnt. Und das ist immer etwas sehr Schönes, weil man oft in der Oper natürlich durch schon bereits Gehörtes und Gesehenes viele Klänge im Ohr hat und Bilder im Kopf. Das ist hier nicht. Natürlich ist es aber ein Stück, das einen griechischen Mythos und sehr bekannte Figuren, die von anderen Autoren, Komponisten vertont, beschrieben wurden, behandelt. Und das wiederum, da trifft man vielleicht auch auf bekannte Figuren, die aber in diesem Stück durchaus auch im neuen Licht gezeigt werden. Ich denke, es ist ganz besonders konzentriert, wie in dieser Geschichte oft natürlich, auf die beiden Geschwister Orest und Iphigenie. Und ganz besonders ist, wir sehen Orest, der traumatisiert ist von dem Mord an seiner Mutter, der auf Tauris strandet und im Grunde durch diesen Orakelspruch natürlich versucht zu fliehen von dieser Tragödie, die auf dieser Familie lastet, von diesem ewigen Morden und dem Blut. Und er hofft auf Heilung, ist traumatisiert und trifft auf seine Schwester, die er nicht erkennt, Iphigenie, die aber hier seit 15 Jahren in diesem grausamen Dienst des Mordens steht und im Auftrag von König Thors jeden Fremden, der auf dieser Insel strandet, ermorden muss. Und das ist natürlich ganz besonders. Er erkennt seine Schwester nicht, flieht vor dem Morden, trifft aber natürlich wieder auf ein ähnliches Schema. Und das ist dieser Teufelskreis. Und das ist etwas sehr typisch Griechisches und etwas sehr Interessantes, und auch, ich denke, diese Iphigenie ist durchaus genauso traumatisiert wie er. Sie weiß nichts von zu Hause, sie ist entrückt auf diese Insel in der Gewalt dieses Königs, dieses Volkes, dieser Barbaren, wie sie genannt werden im Stück, und weiß nichts von zu Hause. Und plötzlich trifft sie diesen Orest und kann sich nicht erklären, dass sie plötzlich etwas anderes fühlt, weil sie den Bruder im Innersten schon erkennt. Oh.